wir gucken uns erstmal jetzt ganz gediegen Seven vs. Wild an. Seven vs. Wild, psychischer Verfall, Folge 9. Let's go. Das ist alles so eine Scheinwelt irgendwie, keine Ahnung. So Scheinwelt. Was jetzt? Die echte Welt oder diese, oder Schweden? Das ist einfach so ein Vergnügungspark mit so einer Wildnis und so Roboterbären. Heute ist Einsamkeit sehr präsent. Boah, wenn da wirklich jemand ein Feuer hinkriegt, krass. Hart, es ist hart, es ist hart, es ist hart, härter als gedacht. Erstmal eine Pfeife gönnen. Oh, ist so schön, die Landschaft, ist so schön. Aber guck mal, hier zum Beispiel frage ich mich, jedes Mal, wenn ich diese Drohnenaufnahme sehe, was ist da passiert, dass hier einfach so ein Stück vom Wald weg ist? Es gibt ja keinen richtigen Zufahrtsweg hierhin. Das heißt, es lohnt sich für kein Holzunternehmen, hier mitten reinzufahren, hier Holz abzuhacken und dann wieder wegzufahren. Also muss es irgendeinen krassen Sturm oder vielleicht sogar ein Feuer gegeben haben vor vielen Jahren. Vielleicht. Das war ich für mein neues Haus? Oh. Ja, genau, Lisa, stimmt. Ich bin in der nächsten Staffel 2 bin ich als Bär dabei. Kurz Urincheck. Saftig. Ich muss mehr trinken. Oh yes, ich hab's schon predicted. Und hier sind sie. Himbeeren. Geil. Ach, Fritz ist ein Stückchen weiter jetzt ins Landesinnere reingelaufen, ne? Oder hatte er vor? Ist er jetzt schon draußen? Oh. Da gehe ich erstmal ein bisschen was sammeln. Bisschen Mittagessen. Mal was anderes. Geil. Oh, geil. Oh, einfach mal was anderes Fruchtiges. Mega. Geil, ich sammle noch ein bisschen und schlag mir den Magen voll. Puh. Naja, hat's ja schon gelohnt. Hier ist die Vegetation jetzt wieder ganz, ganz anders. Jetzt ein Baum entwurzelt. Da geht's runter. Und von ganz da unten komme ich. Das sind mehrere hundert Meter. Auch geil hier oben. Weil hier stehen jetzt überall Fichten. Und könnt ihr euch daran erinnern, unten am Ufer, was ich euch gesagt habe, mit diesem Brennholz, dass ich eine Säge bräuchte. Hier könnte man halt die ganze Zeit diese Äste abmachen. Und hätte easy Feuerholz. Alles voll damit. Aber da unten lohnt sich nicht, bis dahin zu schleppen, ne? Wo ich bin, gibt's das nicht. Aber leider habe ich... Umziehen! Umzug, let's go! Immer noch nichts Optimales gefunden für den Bowdrill. Ich suche quasi Gräser, mit denen ich die Glut entflammen könnte, weil bringt mir sonst nichts. Ich könnte ein Bowdrill-Set bauen und selbst wenn ich es irgendwie schaffen würde, das Ding zum Glühen zu bringen, also so Glühaschestaub zu erzeugen, schaffe ich das ja ohne ein ordentliches Zündernest nicht in eine Flamme umzuwandeln. Ich gucke weiter, vielleicht finde ich irgendwo noch Gräser. Aber aktuell sieht es schlecht aus. Ja, was soll ich sagen? Plötzlich ist hier oben wieder ein See. Aber der ist ja viel, viel höher gelegen als der, an dem ich bin. Krass. Krass? Hätte er mal da sein Lager aufgeschlagen. Da will ich nicht reinlaufen. Das ist bestimmt richtig modrig. Ja. Nee. Zumindest haben wir ein paar Himbeersträucher gefunden. Also hier komme ich jetzt auch nicht weiter, weil es alles sumpfig. Und Gräser habe ich auch nicht. Die sind zwar da vorne ein bisschen gelb, aber da komme ich ja gar nicht ran. Und die sind unten drin alle noch saftig grün. Saftig, knaftig. Aber es ist schön hier. Auch schön windstill. Also ich weiß nicht, ob es jetzt unten beim See auch so windstill ist, aber hier oben wirkt es so, als würde man da viel besser schlafen und so. Ist richtig, richtig schön. Dort unten, ich weiß nicht, ob man es überhaupt sehen kann auf der Kamera, ist der See, an dem ich bin. Ah. Also ein krasser Höhenunterschied. Junge, ist auch anstrengend, so weit hochzulaufen.
wenn man nichts gegessen hat seit 4 Tagen. Ich hatte noch ein bisschen mehr auf irgendwas gehofft, was ich verwenden kann, was mir was bringt. Himbeeren ist schon mal nicht schlecht. Da wird es wahrscheinlich an der Stelle auch noch viel, viel mehr solcher Sträucher geben. Naja, komm, wir müssen positiv denken. Wenigstens für die Himbeeren hat es sich schon gelohnt. Hab ja noch ein paar Tage vor mir. Tada, Jackpot. Hier ist ein extrem großer Busch. Da drüben ist noch ein kleiner. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie voll der hängt. Da, zack, zack, zack. Oh, lecker. Oh, saftig, knaftig, köstlich. Schmöchtlich. Das sagt aber auch jeder, oder? Mittlerweile hat Monte einen guten Trend gesetzt. Köstlich, schmöchtlich. In seiner geilen Plastikflasche, nice. Mein Magen knurrt gerade. Ja, das kann ich auch sehen lassen, oder? Sollen wir nachher schon wieder zusammenstampfen? Und dann uns einen schönen Smoothie mixen. Beziehungsweise werde ich das jetzt machen, weil mich mal interessiert, ob es mittlerweile auch unten am Camp genauso warm ist wie hier oben. Und wenn man einmal hier so ein Feld gefunden hat, ja, so 2 Quadratmeter vielleicht, wenn überhaupt, da lässt sich richtig gut was abernten. Wenn du eins mit der Natur werden willst, dann musst du die Natur sein. Ach nein, Fritz ist wieder auf seinem anderen Trip. Der hat zu viel an den Birkenpilzen genascht. Time for a little smoothie. Oh, aber geil, so eine Smoothie, so ein Himbeersmoothie. Limonade, frische Limonade. Nur 2 Euro der Becher. Sieht aber geil aus mit diesen Stücken da drin. Ein schöner Smoothie, ein Schmoozy. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das mega. Das ist irgendwie fruchtig, erfrischend, so ein bisschen kompottmäßig. Dadurch, dass man das ja mit Wasser auffüllt, wirkt es halt auch gleich richtig viel. Das ist halt eine ganze Flasche. Oh, geil. Das ist irgendwie was anderes, als wenn man nur so ein paar Bärchen snackt, 10 Minuten lang. Da hat man nicht dieses Gefühl der Fülle. Und hier denkt man so, boah, geil. Mega. Ja, die Psyche spielt viel mit. Wenn du einen großen Teller hast mit der gleichen Menge an Essen wie auf einem kleinen Teller, denkst du auch, dass du mehr Essen hast, wenn du den kleinen Teller vor dir siehst. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch genau so ein psychisches Element, was auch wichtig ist. Die Psyche ist beim Überleben sehr wichtig. Feldschärfe wiederhergestellt. Und sauber ist es auch gleich mal geworden. Ich habe mir gerade mal so Gräser hier unten rausgezogen. erstmal schön an dem Gräschen knabbern. Schmeckt gar nicht mal so scheiße. Es fängt an, Leute, es fängt an. Oh oh, der Hunger. Aber ich habe irgendwie Angst, irgendeinen Scheiß zu fressen und dann mit komplettem Magenschmerzen, Durchfall hier rumzuliegen, weil ich keine Ahnung habe. Aber irgendwie schmeckt das eigentlich ganz geil. Da ist auch innen drin. Das ist so eine Außenhülle und innen drin ist so ein bisschen wie. Wie so Frühlingszwiebel? Ich weiß auch nicht. Naja, wir warten mal wieder ab, ob der Durchfall reinschaltet oder nicht. Ich hier weitermache. Oh oh. Was macht ihr jetzt? Ein Flechtprojekt. Oh, ein Armband. Schön. Süß.
Da kam immer zwischendurch was knabbern. Kennt ihr diese Kirmesarmbänder? Diese Knabberarmbänder? Wo immer dein ganzes Handgelenk so klebt. So hat er es auch jetzt gemacht. Er kann zwischendurch mal knabbern. Und dann kann er wieder, dann kann er es wieder wegtun. Wie findet er eigentlich meine Halskette? Geil, oder? Okay, Fritz ist gut durch. Habe ich da was ganz Schönes gemacht hier. Du musst eins mit der Natur werden. 6,5 Stunden später. Ja, der Stampferstock muss natürlich auch ordentlich verziert werden. Alter, dass er so viel, so feine Schnitzarbeit mit diesem großen Messer machen kann. Nicht schlecht. Respekt auf jeden Fall. Ja, damit kann man doch arbeiten. Es wird Zeit, die Friedenspfeife zu rauchen. Fritz ist einfach komplett durch. Oh, Chris auf seiner Insel. Oh nein. Chris müsste sich eigentlich ein Floß bauen und dann einfach abhauen von dieser Insel. Was macht er? Ach, er macht das Feuer. Hä, er hat doch als erstes, Chris hat doch gesagt, als erster hat er doch gesagt, niemand wird das schaffen. Das brauchen wir gar nicht probieren. Niemand wird das schaffen. Dass er sich jetzt trotzdem die Zeit dafür nimmt und trotzdem das probiert, finde ich aber krass. Weil er war so sicher, er hat gesagt, 100% schafft es niemand, diese Aufgabe. Sieht sogar fast aus wie ein kleiner Bogen. Aber der ist natürlich nicht so belastbar wie ein Bogen. Wenn ich jetzt den spannen würde, würde er natürlich brechen, weil das ist ein sehr, sehr, sehr dünnes Holz. Aber es ist noch frisches Holz, dadurch auch ein bisschen biegsamer, als wenn es Todesholz wäre. Ich bin guter Dinge, dass wir damit zumindest ein bisschen rubbeln können. Aber ob wir einen Funken kriegen, wirklich, mir würde es schon reichen, wenn wir es schaffen sollten, ein bisschen Qualm zu erzeugen. Ja, weil dann ist es nicht mehr weit. Handbohrer die erste. Boah, das ist übel heavy. Das ist echt die hohe Kunst des Survivals. Jesus. Die Fußfetischisten werden sich jetzt freuen. Es ist allein schon übertrieben schwer, den Stock irgendwie drin zu behalten in der Klemme. Ich darf auch oben bei der Hand oben nicht zu doll drücken, weil sonst dreht sich das Ding gar nicht mehr. Alter, ist das hart. Das ist hart. Ich glaube, du musst erstmal den richtigen Rhythmus finden. Aber bisher muss ich sagen, gutes Konstrukt. Sieht nicht schlecht aus. Ist schon ein bisschen warm geworden, aber... Oh, es ist warm. Let's go! Man sieht halt noch gar nichts. Alter, das ist so hart. Also ich glaube, so brauche ich gar nicht erst anfangen. Also das schaffe ich sowieso nicht, weil die Konsistenz hast du gar nicht. Also das Durchhaltevermögen, immer wieder runter, ansetzen, runter und so, nee. Also wenn, dann mit dem Feuerbohrer, aber ja, das Problem ist halt, dass das Holz hier nass ist. Das ist noch frische Kiefer. Der Feuerbohrer hingegen, der ist trocken. Oh mein Gott, wie gut sieht das denn aus? Oh mein Gott, Chris! Das erste Mal, dass ich hier auch mal sehe, dass du hier richtig die Motivation hat ihn gepackt. Sonst ist Chris eigentlich so der Resident Sleeper. Ich leg mich heute nochmal ins Bett. Aber jetzt, Alter, jetzt geht aber Chris aber richtig die Post ab. Chris, anderer Mensch geworden. 4 Tage geschlafen und jetzt geht's los. Jetzt räumt er das Feld von hinten auf. Chris, let's go. Oh mein Gott, er macht das so gut. Oh mein Gott, er macht das so gut. Alter, Chris könnte der Einzige sein, der es schafft. Er hat sich gut darauf vorbereitet. Er hat alle in den Glauben gelassen. Er schläft nur, aber jetzt macht er Feuer. Ich habe Feuer gemacht. Junge, das macht er sehr gut. Rubbeln kann der Chris, wie ein Großer. Auf diesen Moment hat er sich ausgeruht. Auf diesen Moment hat er hingearbeitet. Nee, also keine Chance. Oh nein! Es sah so gut aus und diese Musik hat mich so glauben lassen, dass er es schafft. Diese Musik,
im Hintergrund hat, ich habe jetzt gerade geglaubt, ja, er schafft. Oh nein, es ist einfach. Schade, er gibt auf. Oh nein, es war so knapp. Junge, komm, Chris. Ab ins Bett. Sorry, Leute. Leider hat es nicht funktioniert. Schade, ich war so gehypt. Jetzt ist erstmal wieder Zeit für den Betttag. Es sah gut aus, aber leider ohne Erfolg. Egal. Es wäre auch zu gut gewesen. Wenn. Nein, er macht wirklich alles weg. Das geklappt hätte. Oh nein. Dann hätte der Herr Gemeinicke aber geguckt. Der Herr Gemeinicke. Oh. Okay, mal gucken. Vielleicht schafft es. Er hätte es noch länger probieren sollen. Aber letztendlich sind wir nur Zuschauer. Wir können nicht verstehen, wie es da ist, wirklich da zu sein. Weil da muss man seine Kraftreserve einsparen. Und Chris ist weise. Er probiert kurz, hat auch gut gemacht. Aber merkt so, boah, Junge, ich müsste jetzt noch eine Stunde weitermachen. Nee, da gehe ich lieber ins Bett. Five-Head. Fabio, let's go. Hier raus werde ich jetzt den Bohrstab machen. Oh, er probiert es auch. Fabio probiert es auch. Ja, mal gucken, ob das klappt. Ich habe jetzt hier so eine Kerbe reingemacht. Hier ist das Loch für den Stock. Oh, er hat eine Luftkerbe reingemacht. Sehr gut. Und wenn ich dann hier reibe, kommt hier noch Sauerstoff rein, sodass ich da schneller Glut bilden kann. Also zumindest eine Theorie. Und ja. So, und jetzt habe ich hier das Teil, was ich nachher so oben drauf drücke, wenn sich das dreht. Da habe ich auch noch hier so eine Kuhle reingemacht. Ich hoffe, man sieht das. Ja, das sieht man so einigermaßen. Hier ist ein Schnürsenkel. Also irgendwie funktioniert das noch nicht so richtig mit dem Bogen hier, dass sich das schnell dreht. Oh, das hat der Ding jetzt so gut gemacht mit dem Bogen. Chris hat das so gut gemacht mit dem Bogen. Da habe ich schon gedacht, das wird auf jeden Fall was. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe jetzt mit der Spannung vom Schnürsenkel gearbeitet. Unterschiedlich, aber keine Ahnung. Also, ich versuche das jetzt erstmal ohne den Bogen. Hier liegt das Bohrbrett. Hier das ganze Zundermaterial. Wenn ich hier die erste Glut habe, kommt das hier rein. Da ist Birkenrinde drin und dieses Mooszeug getrocknet drumherum und dann alles andere drauf. Aber ich glaube, dauert jetzt erstmal. Oh, das könnte auch gut Blasen an den Fingern geben. Nee, das mit dem Bogen, man muss es schon, also ich glaube, das wird nix. Mit dem Bogen, wenn das gut gemacht ist, so wie Chris es hatte, sah es schon echt gut aus. Eine Kombination aus den beiden, hätten die es geschafft. Oh, der Bohrer kommt wieder zum Einsatz. Oh nein, ich habe mir schon fast sowas gedacht, weil der Stock sah sehr extrem rissig und morsch aus. Shit. Ich glaube, die Auflagefläche war eben nicht
groß genug, weil es war eben mehr wie eine Spitze. Und jetzt habe ich das mehr so rund geschnitzt. Oh, es dreht sich gut. Es dreht sich gut. Es dreht sich gut. Oh, es dreht sich gut. Es dreht sich gut. Nein. Nein, doch. Boah, sieht sehr gut aus. Es sieht echt gut aus. Entweder ist gleich in der Fischreuse noch ein Fisch oder ich gebe für heute leider auf. Nicht meine Art, aber mir ist einfach wichtiger, hier die Tage noch durchzustehen. Und wenn ich jetzt hier noch ein, zwei Stunden da mit dem Ding rumprobiere und nachher reißt hier noch der Schnürsenkel, mit dem ich gerade sowieso ein Problem habe, den wieder reinzubekommen, weil hier das Ding ausgefranst ist. Ja, gebe ich für heute auf und ja, dafür habe ich, spare ich Energie. Okay, wenn selbst Fabio aufgibt, dann wird das wirklich keiner schaffen. Und hier meine Schnürsenkel. Hat eigentlich ganz gut angefangen. Also ich glaube, so auf der, nach der Skizze her sieht das richtig aus. Aber ja. Es ist auch verdammt hart. Vor allem, wenn man auch jetzt seit mehreren Tagen nicht mehr vernünftig gegessen hat und keine Kraft mehr hat. Okay, sorry, Mann. Der hat ja sowieso von vornherein gesagt, er macht die Aufgabe nicht. Oh nee, er hat sie probiert, aber war dann richtig niedergeschlagen. Er baut sich seine Bank, ganz entspannt. Schön jetzt wärmen, schön die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, auch wichtig. Kuss. Oh, die nächste Schachfigur, der sogenannte Läufer oder auch Springer genannt. Oder nennt man das Pferd Springer? Ich glaube, das Pferd nennt man auch Springer. Ich glaube, das ist ein Läufer. Ich sammle mir gerade mein Armbrot zusammen, meinen kleinen Blaubeersmoothie gibt es nachher wieder. Und es ist krass, der Kopf ist die ganze Zeit am Rattern. Und heute ist auf jeden Fall das Gefühl Einsamkeit sehr präsent. Ich weiß, vielleicht klingt es lächerlich für euch da draußen. Ich weiß, es ist erst Tag 4. Aber es ist doch komisch, die ganze Zeit alleine zu sein. Ich kann wenigstens noch mit der Kamera irgendwie reden und mein Erlebnis für euch dokumentieren. Aber trotzdem, man sitzt irgendwie so da, hat niemanden, mit dem man diese Erlebnisse teilt, niemanden, mit dem man reden kann. Und meine Gedanken sind ganz oft bei meinen Liebsten, bei meinen Freunden und bei meiner Familie. Und was die wohl gerade machen und dass es schön wäre, quasi jetzt mit ihnen Zeit zu verbringen. Süß. Ist krass, wie 4 Tage ausreichen, um einen mal wieder so ein bisschen zu erden und zu zeigen, worauf es wirklich ankommt. Auf ein gutes Umfeld und auf was Geiles zu essen. Ja. Oh geil, ein schöner Blaubeersmoothie. Euch, Leute. Krass, wie er diese Flasche, diese gefundene Plastikflasche, so krass benutzt. Stark. Gut genutzter Gegenstand. So, Freunde, Tag 4 neigt sich so langsam dem Ende. Vorher schon mal angemacht, weil hier wieder 50.000 Mücken sind. Das ist nicht mehr normal.
Habe ich so auch noch nicht erlebt in den letzten 4 Jahren in Schweden. Und wir kommen zum Thema Tageschallenge. Es ging um das Feuerbohren, Handrail, Bowdrill. Und ich muss leider ankreuzen, nicht geschafft. Also 0 Punkte. Er probiert es auch nicht. Krass, krass. Ich gehe stark davon aus, dass es auch kein anderer geschafft hat. Ich habe es jetzt nicht ultra krass probiert, indem ich alles gebaut habe, weil ich bin die Sache von hinten ran aufgegangen. Ihr habt es mitbekommen. Ich muss die entstandene Glut zu einem Feuer entwickeln lassen. Und dafür habe ich einfach für meinen Geschmack oder für meine Erfahrung, ich habe da nicht viel Erfahrung bei dem Bereich, nichts Passendes gefunden. Ich kenne das mit trockenen Gräsern, wo man dann so richtiges Zundernest baut. Aber hier ist alles irgendwie nass, moosig, Heidelbergkraut. Ihr habt es gesehen, oben auf der Freifläche. Das heißt, wieso soll ich mir so extrem viel Arbeit machen mit dem Bohrer, dem Bohrbrettchen und so weiter, mir da stundenlang ein abrubbeln, wenn ich dann die Glut doch trotzdem nicht in der Flamme verwandeln kann. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. I'm a Firestarter. Habe ich nicht geschafft. Wenn jemand diese Challenge schaffen sollte, katapultiert ihn das natürlich extrem weit nach vorne. Weil, wer das geschafft hat, kriegt 7 Punkte. Alle anderen 0. Das ist krass. Never. Das hat keiner geschafft. Safe nicht. Ja, das ist krass. Mal gucken, ob es noch jemand schafft. Fabio hat ja gesagt, wenn er in der Fischreuse einen Fisch hat, macht er weiter. Wenn er keinen Fisch hat, gibt er auf. Ansonsten haben alle anderen jetzt schon aufgegeben. Also Fabio, die einzige letzte Chance, dass jemand noch die Aufgabe ist, ist, wenn Fabio jetzt einen Fisch in der Fischreuse hat. Aber ich sag auch, ich will nicht pessimistisch klingen, aber die Fischreuse, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da wirklich ein Fisch reinschwimmt und dann einfach sich denkt, oh, ich bin jetzt in einer Fischreuse, ich komme hier nie wieder raus, obwohl da solche fetten Lücken drin sind, wo fast jeder Fisch einfach wieder rausschwimmen kann. Also ich kann mir keinen Fisch vorstellen, der da drin bleibt und sich denkt, ja, scheiß drauf, Digga. Ja, hier bleibe ich jetzt. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, wie viele Mücken hier rumschwirren. Ja, belastend. Oder ob man das gar nicht erkennt. Hier ist alles voll. Also vor mir sind locker 50 Mücken. Und ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht, als kleine Aufgabe. Will man so einen dummen Fisch essen, ist die Frage. Dumm ist gut, sagt er noch. Wie ist das Sprichwort? Dumm ist gut? Hier drin saß. Dumm schmeckt gut. So. Heute Nachmittag ungefähr. Und habe wirklich eine Mücke nach der anderen erschlagen. Eine halbe Stunde lang. Es kamen immer wieder neue. Es wurden aber auch nicht weniger. Ich habe das Gefühl, eine zermatscht, kam die nächste. Eine zermatscht, kam die nächste in die Gruppe. Also ich glaube, so viel Heidelbeeren, wie es hier in Schweden gibt, so viele Mücken gibt es auch. Das Einzige, was ein bisschen hilft, aber auch nur ein bisschen, ist Feuer. Hier ist schon wieder eine. Upp. Aber nicht mehr ganz so viel. Okay. Ich finde, das sieht so schön aus mit diesem großen See hier und dann diesem Riesensee und dann diesen kleinen Inseln. Es sieht so schön aus. Also ich muss sagen, diese Landschaft sieht echt sehr, sehr schön aus. Bis die letzten 2 Stunden einfach nur im Wasser gechillt, ein bisschen was geschnitzt. Oh, er hat auch was geschnitzt, süß. Und lass den Tag jetzt ein bisschen ausklingen. Immer noch geiles Wetter, ist ein bisschen windiger geworden, aber die Sonne ballert immer noch gut. Das war Tag 4. Das war Tag 4. Chris ist einfach der Beste. Chris, du bist einfach der Beste, Alter. Das ist so geil. Das war Tag 4, ab ins Bett. Ich habe noch ein Herz geschnitzt. Jetzt muss ich aber auch ganz, ganz reglos ins Bett. Ja, 3 kommen noch. Aber ist alles machbar. Für diesen kurzen Moment dachte ich so, boah, jetzt rastet Chris komplett aus, macht ein Feuer, ballert hier durch, aber dann hat Chris sich wieder entschieden, ich brauche meine Pause. Pause ist wichtig, Freizeit. Seine Work-Life-Balance ist in einem guten Einklang. Wichtig. Ich habe jetzt nochmal Moos geholt.
Ich bin mittlerweile bei der dritten Lage. Also wenn das nicht bequem ist, weiß ich auch nicht. Und jetzt sogar auch ein bisschen Moos für meine Beine, weil die lagen bislang immer extrem hart. Chris hat doch noch ordentlich was gemacht. Er hat noch ordentlich Moos gesammelt. Chris ist fleißiger, als man denkt. Er filmt einfach nicht. Er filmt einfach nicht die fleißigen Arbeiten, sondern er filmt einfach nur, wenn er chillt. Das ist der. Deswegen denkt man als Zuschauer nur, er chillt viel. Aber eigentlich chillt er gar nicht viel. Aber das muss ja nicht sein. Deutsche Boxspringbett. So. Ich wollte die anderen noch auslachen, dass sie einen Mückenschutz mitgenommen haben. Weil in den ersten beiden Nächten gab es keine Mücken. Weil es in der ersten Nacht geregnet hat. Danach war es super stürmisch gewesen. Aber letzte Nacht, nada. Und die Mücken waren am Start. Und nicht gerade wenig. Da ich jetzt noch eine Stunde gut Licht habe und mir ein bisschen langweilig ist, gehe ich nochmal Bären sammeln. Nochmal rüber zu diesem Takeshis Castle Parcours und dahinter wieder in den Wald und noch ein paar Bären sammeln. Aber hier ist alles voll. Hier sind so viele Bären. Also ich feiere es gerade sehr. Warum macht er nicht einfach da sein Lager und dann kann er immer vom Bett aus Bären pflücken? Wäre auch viel besser für ihn, weil er liegt doch sowieso gerne im Bett. Bis auf die Mücken, die feiere ich gar nicht. Wenn ich mit einem Fingerschnipsen alle Mücken auf der Erde auslöschen könnte und deren Larven, dann würde ich es tun. Schande über mein Haupt. Aber Mücken braucht keine Sau. So, wieder zurück im Camp. Das ist die Ausbeute. Ja, schmecken lassen. Das ist dann mein Abendbrot. Es gab zum Frühstück Blaubeeren. Ah, diese Mücke. Und es gibt zum Abendbrot Blaubeeren. Scheiße Mücken, ich hasse euch. Für mich heißt es wieder rein in die Mückenhölle. Rein in die Mückenhölle. Ich hau mich jetzt in die Kiste. Das war wieder mal ein sehr langer Tag. Das war ein sehr langer Tag. Irgendwie ziehen sich die Tage extrem, wie ich finde. Das ist auch so das einzige Manko. Wenn ich jetzt irgendwie noch irgendwie eine zweite Person hier hätte, du wärst irgendwie hier mit jemand anderem noch, dann wäre das voll chillig. Dann wäre das echt eine coole Sache. Ne, man hat Unterhaltung, man kann quatschen. Aber alleine, ich stehe jetzt nur am Wasser, sitze am Wasser, schnitze, singe irgendwelche Lieder vor mich hin oder habe Lieder im Kopf. Denk an gewisse Personen. Ich meine, man findet auch Zeit für sich, um nachzudenken über gewisse Sachen. Das auf jeden Fall. Aber irgendwann reicht es dann auch wieder. Und ich möchte gerne wieder zurück in die Zivilisation. Vor allem möchte ich sehr gerne zu meinem Dönermann. Gute Nacht. Fabio, let's go. So, ich kam mich gerade an der Stelle an und meine Reuse liegt hier. Ist jetzt auch mehr Wellengang. Scheinbar wurde die da rausgeschwemmt und dann hier rüber getrieben. Ja, ernüchternd. So krass, was es für einen Unterschied macht, wenn man kein Handy hat. Man ist nicht erreichbar, man ist nicht abgelenkt, sondern hier, ich sitze jetzt einfach nur hier so am See. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe. Normalerweise würde man dann irgendwann ein Selfie machen oder den See fotografieren, das irgendwo posten. Heute Tag am See. Und dann liest man die Kommentare. Aha, was schreiben die Leute denn so? Anfangen aufs Handy zu gucken, dann kommt eine Nachricht rein, dann ruft man jemanden an. Und dann fällt einem irgendwie ein, das könnte ich noch gerade googeln. Und man befindet sich überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt. Weil man dauernd so eine To-Do-Liste hat und jederzeit alles machen kann durch dieses Handy. Man kann jederzeit alle anrufen, man kann jederzeit alles, was man an Antworten sucht, an Wissen haben will, nachschauen. Man kann sich unterhalten lassen, dies, das. Und es ist voll krass, seitdem ich hier, also jetzt, wo ich hier bin, kommt das auf einmal so, dass mir dauernd so random irgendwelche Sachen einfallen aus der Kindheit oder vor ein paar Jahren, an die ich überhaupt nicht mehr gedacht habe. Das ist halt wirklich krass. Das haben schon sehr viele Leute auch erzählt, die in so eine, wie nennt man das, nicht Meditation, sondern also man geht zum Beispiel zu so Mönchen in so ein Kloster für eine Woche oder für zwei Wochen.
hat dann so ein Schweigegelübde für die 2 Wochen und denkt nur über sich selber nach. Und sau viele Leute, die das sowas gemacht haben, haben genau das erzählt, dass wieder Traumas aus ihrer Kindheit hochgekommen sind, traurige Gedanken, dass die einfach angefangen haben zu heulen, die konnten es gar nicht mehr zurückhalten, weil es im Unterbewusstsein so krass drin steckt, aber durch die ganze Ablenkung jeden Tag, jo, hier, oh, was geht jetzt ab, aha, dann, wisst ihr, was ich meine, Retreat, Kloster-Retreat, sowas, da ganz viele Leute sagen genau das. Ich glaube einfach, wo mein Gehirn mal Zeit hat, nachzudenken, anstatt dauernd nur abgelenkt und im Modus zu sein, so. Und das finde ich gerade ziemlich krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen Tag hatte, wo ich irgendwie einfach nur so in den Tag hineingedingst habe. Und der Witz ist ja, hier, das ist ja eigentlich die Realität. Weil zu Hause gucken wir unsere Netflix-Serien, zocken Computer, gehen ins Kino, gucken auf Social Media irgendwas, dies, das. Jeder hat seinen Job und so weiter. Aber das, was wir hier gerade machen bei Seven vs. Wild, ist ja eigentlich das, was eigentlich das Leben ist. Man kümmert sich ums Überleben und lebt. Also, und wir leben irgendwie nur in so einer Plastikwelt. So, wenn man was braucht, geht man in den Supermarkt, man ist völlig lebensunfähig, ohne Supermarkt und so weiter. Das ist wirklich krass, dass man diese Selbstständigkeit durch die Annehmlichkeiten der Zivilisation verliert, diese Selbstständigkeit, sich selber zu versorgen im Notfall und sowas. Aber, wo ich widersprechen muss, ist, auch das hier, also ich zum Beispiel, ich liebe es, in der Natur zu sein, aber ich liebe es auch, Computerspiele zu zocken. Das ist einer meiner größten Hobbys und meiner größten Leidenschaften. Manchmal auch einfach ein paar Tage lang nur zu zocken. Einfach das Wochenende durchzuzocken. Das ist einfach geil. Und für mich ist es nicht eine Fake-Welt, wenn ich irgendwo ein Computerspiel spiele, sondern es ist einfach eine Form unserer Zivilisation, die Zeit zu vertreiben. Ne? Wenn man überlegt, okay, wenn die jetzt mit einer größeren Gruppe da wären und irgendwann hätten die ihr eigenes Feld angelegt, hätten ihr eigenes Essen, wo die sich versorgen und niederlassen müssen und müssen nicht mehr jeden Tag sich so übelst anstrengen zum Überleben, sondern haben irgendwann auch wieder diesen Punkt erreicht, wo sie genug Essen haben alle und trinken und bla, dann würden die auch wieder sich irgendwelche Hobbys überlegen. Dann würden die vielleicht erstmal mit einem Ball spielen oder sich irgendwas basteln oder die würden mit Schwertern kämpfen, mit so Stöcken. So, also irgendwas wirst du immer tun, wenn dir langweilig ist, wie zum Beispiel Fritz hat ja jetzt auch geschnitzt und anstatt zu schnitzen, zum Beispiel zocke ich Computerspiele. Das ist natürlich, ist das nicht etwas, was natürlich ist, wenn man darüber nachdenkt, dass wir früher in Höhlen gelebt haben und so, klar. Aber es ist einfach eine moderne Form des Zeitvertreibs. Und sobald man dessen bewusst ist, ist es auch eine andere Herangehensweise. Ja. So, das Feuerholz sammeln beginnt. Ich war gerade mal bei der Reuse gucken. Da ist nichts drin, aber sie liegt immerhin noch da, wo sie liegen soll. Ja, das verstehe ich, Kai. Dieses von der Social-Media-Welt so abgelenkt sein, dass man nur in dieser Welt lebt, das ist auf jeden Fall, da stimme ich ihm auch zu, das ist ein bisschen zu krass. Und ja, dann sammeln wir jetzt mal alles für einen gemütlichen Abend in der Höhle. Ein gemütlicher Abend in der Höhle, let's go. Es ist einfach super krass, wie ich als Einzelperson hier diesen gesamten Waldabschnitt in den letzten Tagen leergeräumt habe in Sachen Brennholz. Also klar, ich habe keine Säge, deshalb habe ich es ein bisschen schwieriger und habe dann nicht die komplette Auswahl. Aber das ist unfassbar. Ich muss jetzt richtig weit mittlerweile gehen, um weiteres Brennholz zu besorgen. Und ich bin hier alleine. Das finde ich so krass. Hier ist einfach alles leergefegt. Ja, aber wenn ihr auch mit mehreren Leuten an einem Feuer sitzen würdet, würdet ihr nicht mehr Brennholz verbrauchen, sondern ihr würdet einfach das gleiche Holz für das gleiche Feuer würden sich mehrere Leute dran wärmen können. Ich hoffe, ich komme noch die nächsten Tage damit hin. Das sind ja noch ein paar Tage. Ich suche diesen Wald nach Holz ab und werde dem Wahnsinn nah. Ich fühle ihn gerade so sehr. Du dai di dai du dai di du. Wo ist Holz? Wo ist noch Holz, das ich benutzen kann? Holz, Holz, Holz. Ich und mein Holz, Holzi, Holzi, Holz. Ich brauche Holz,
dass ich gut brechen kann, was nicht zu dick ist, aber auch nicht zu schmal. Oh, da hinten könnte etwas liegen. Wir schauen uns das jetzt mal an und laufen über die Felsen, wie den ganzen lieben langen Tag ebenfalls. Fabio ist komplett, genau wie Fritz, komplett Matsche mittlerweile. Geil. Hier ist Holz, das ist aber nass und morsch. Das sehe ich doch schon, das kann ich nicht verwenden. Was ist da vorne? Hier ist ein kleiner Sprung über eine Schlucht. Hui. Hui. Geil. Deswegen heißt der Titel also psychischer Verfall. Dass Chris die ganze Zeit ohne Feuer auskommt, ne? Das ist auch geil. Chris kommt einfach ohne Feuer die ganze Zeit aus. Er liegt in seiner Holzhütte. Hat einen Schlafsack, klar, aber er macht kein Feuer. Meine Frau, meine Kids vermisse ich natürlich krass hier. Ganz klar. Ich habe hier kein Problem damit, allein zu sein oder wie auch immer. Aber jetzt gerade zum Beispiel das Feuer an. Dann denke ich daran, wie gern meine Kids mit mir Kartoffeln im Feuer in Alufolie machen und dann Butter drauf schmieren. Und meine Frau würde ich gern fragen, wie ihr Tag war, was sie heute gemacht hat, wie es den Kids geht. Das ist halt schon strange, das nicht machen zu können. Habe ich mit meiner Frau in, wie lange sind wir jetzt zusammen, seit 13,5 Jahren. Boah, was? Er ist mit seiner Frau 13,5 Jahre zusammen? Alter, Respekt. Richtig stark, richtig stark. Hört man auch heutzutage immer seltener. Hat mir noch nie am Stück 5 Tage keinen Kontakt. Also natürlich war ich mal irgendwie unterwegs, aber dann halt immer telefoniert, geschrieben. Noch nie 5 Tage keinen Kontakt. Ja, das wünscht man sich doch. Das wünscht man sich doch. Das ist doch echt, hört sich doch nach echt sehr schönen Beziehungen. Eben Videocall. Das ist schon strange. Aber ich weiß, dass die sowohl meine Frau als auch die Kids super stolz auf mich sind, wenn ich das hier schaffe. Und ja, deshalb nach 3 Tage, dann habe ich mein Handy wieder. Fabio ist so ein Süßer. Fabio ist so ein Süßer. Fabio ist ein richtig süßer, richtig süße Maus. Was macht man, wenn man Langeweile hat? Genau, man schnitzt sich einen Löffel. Er hat einen Löffel geschnitzt, geil. Ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal jemals mir einen Löffel geschnitzt habe. Jedenfalls bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich ihn trenne. Und den wollte ich euch natürlich zeigen. Weil es ist natürlich clever, wenn ihr den so lang lässt mit dem Stock dran. Es ist leichter, den zu handhaben. Und ja. Zack. Fertig ist der Löffel. Trick 17. Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir Zeit genommen habe, um einen Löffel zu schnitzen. Ich hatte sonst noch nie so Langeweile. So, und jetzt Feuer an. Mir ist nämlich langsam kalt. Und das ist eigentlich so der schönste Moment am Abend. Es hat sich so ein bisschen zugezogen. Aber... Oh, sein Feuer sieht auch schön aus. Mal sehen, was daraus wird. Ey, weil es jetzt erstmal Feuer. Ein paar Blaubeeren snacken, aber mit dem Löffel. Nimm doch den Löffel. Muss so langweilig sein. Da alleine die ganze Zeit sitzen am Feuer, Alter, das ist schon belastend. So, Feuer ist fast aus. Ein bisschen ist noch. Ich wollte mich verabschieden von Tag 4. Hoffe, Tag 5 wird besser, denn Tag 4 war absoluter Gulasch für mich. Emotionsgulasch. Es ist hart. Härter als gedacht. Nicht die Wildnis, nicht die mangelnde Nahrung, nicht das fehlende was auch immer, Luxus, sondern die Einsamkeit.
Mein Kopf, wenn der Freizeit hat, dann macht der mich fertig. Der will nach Hause, der will Menschen, der will Umgebung, der will. Ah! Gute Nacht, ich hau mich ins Bett. Wir sehen uns morgen, Tag 5. Ergebnis, ganz wichtig, dass wir es als Ergebnis erfahren, weil es hat jetzt keiner mit gerechnet, dass alle 0 Punkte bekommen. Stark. Also es war ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen hier, aber es ist am Ende doch ein Unentschieden geworden. So, das Feuer brennt wieder draußen. Blaue Stunde. Es wird also, denke ich mal, so in einer Stunde wieder dunkel sein. Da werde ich mich hier schön in den Schlafsack kuscheln. Und ja, jetzt geht es mir im Tal wieder ein bisschen besser. Ich hatte tagsüber ein paar ordentliche Hänger und ein paar ordentliche Tiefs, obwohl gutes Wetter war. Was ich für mich einfach nochmal gemerkt habe, ist, A, ich brauche nicht schnell machen. In meinem normalen Alltag versuche ich alles immer möglichst effektiv, effizient, automatisiert, zack, zack, zack zu machen, damit ich halt alles Mögliche unterkriege. Aber hier habe ich so viel Zeit, dass ich manche Sachen jetzt einfach bewusster und langsamer und ganz in Ruhe mache. Auch schön. Weil ich die Zeit einfach habe. Das ist schön. Auch beim Blaubeersammeln. Schön eine Blaubeere, noch eine Blaubeere. Nicht erben und fertig sein. Bringt mir eh nichts. Ich habe ja die Zeit. Genau. Und ich brauche dauerhaft gefühlt eine Beschäftigung. Klar, ich kann auch mal 20 Minuten Pause machen, in der Sonne liegen. Aber ich kann nicht einfach irgendwo 2 Stunden lang sitzen und aufs Wasser gucken. Alleine. So wie das Survival Martin gemacht hat. So, nach 4 Tagen. Das heißt, ihr habt selbst gesehen, ich habe irgendwie diese Schachfiguren geschnitzt. Ich habe Feuerholz gemacht. Ich war bei der Wanderung irgendwie da oben erkunden. Habe mir die Smoothies da irgendwie gemacht. Feuerholz und was nicht alles schon mal vorbereitet. Mein Bettchen nochmal neu gemacht. Hier eine Ablage gebaut. Also ich glaube, das ist auch der Schlüssel für die nächsten Tage. Ich bin A, gespannt, was für Challenges noch kommen werden. Aber ich bin auch mal auf die nächste Challenge gespannt, weil diese war ja jetzt wirklich gar nichts. Im Intro von Seven Worlds Wide ist ja immer ein Floß zu sehen. Ich denke mal, dass eine Challenge auf jeden Fall noch sein wird, weil das ist ja schon quasi gespoilert durch das Intro. Eine Challenge wird auf jeden Fall noch sein, dass sie einen Floß bauen müssen. Oder? Was denkt ihr? Egal was ist, ich brauche dauerhaft Beschäftigung. Ich muss immer irgendein Projekt haben, an dem ich arbeite. Immer ein Ziel und nicht dieses, ja gut, jetzt ist es irgendwie wahrscheinlich so vormittags. Was mache ich denn jetzt den Rest des Tages? Jetzt zum Beispiel wieder so den Abnahme. Ah, gute Idee. Die letzte Challenge vielleicht, womit die wegfahren. Könnte gut sein, dass sie versuchen sollen, einen Floß zu bauen, mit dem die wegfahren. Könnte sein. Nachmittag bis jetzt. Ist keine Challenge, Chris möchte einfach von der Insel fliehen. Könnte auch sein. Ich merke keinen Kraftverlust. Also ich fühle mich gerade lebendig. Ich muss sagen, wenn ich die Flasche richtig voll mache mit Beeren, einen fetten Smoothie, mit ja auch komplett noch mit Wasser gefüllt, dann ist es auch richtig was Ordentliches im Magen, das 3-mal am Tag. Also klar, ich denke schon an geiles Essen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hier liege, oh, ich habe keine Kraft mehr, ich kann mich nicht bewegen. Ich habe Energie, ich kann mich bewegen, ich kann hacken, ich kann basteln, obwohl ich nur Beeren esse. Komisch, aber es funktioniert. Vielleicht nicht über sonst wie viele Wochen, aber über die 7 Tage anscheinend schon. Sehr gut. Na? Alter, ich liege mega bequem. Oh, das ist gerade kein Vergleich zu den letzten Nächten. Ich habe letzte Nacht schon gesagt, beim Einschlafen, boah, so bequem und in der Nacht hat es dann wehgetan. Aber jetzt haben meine Beine sogar eine Polsterung und ja, mein Oberkörper und mein Kopf, die haben sogar mittlerweile eine dreifache Polsterung. Alter Vater, das ist gerade echt bequem. Ich hoffe, es bleibt so. Das ist schön. Das ist doch sehr schön. Diese Nacht ist zum Beispiel super, super kalt. Oh nein, Fabio. Ich werde dauernd wach und schlaf kaum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es einfach draußen kälter ist, weil das Feuer ist eigentlich auch die ganze Zeit an. Boah, ist so unfassbar kalt. Ja. Krass. Ich denke aber nicht, dass der rausfliegen wird, weil
Hätten die als Cliffhanger ihn benutzt, wo er sagt, es ist kalt? Oder hätten die als Cliffhanger wieder so wie bei der letzten Folge lieber am Telefon gezeigt, oh, irgendjemand wird abgeholt. Aber wer wird abgeholt? Also, dass wieder jemand rausfliegt. Wäre ein viel krasserer Cliffhanger. Also, denke ich mal nicht, dass Fabio wegen der Kälte rausgeht. Also, nicht in der nächsten Folge. Das wäre sonst hätten die einen viel, viel krasseren Cliffhanger eingebaut. Grüße gehen raus. Checkt Fritz aus. Lasst Liebe da.